didn't even get to cross. Yo, hallo Leute und willkommen bei diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute eine kleine Real-Life-Story. Und zwar, durch den Hype, wie gesagt, durch Gurkensohn und dies, das, Ananas, haben mich halt ganz schön viele Leute natürlich auf Instagram angeschrieben. Und, das ist eine Aktion, aus der habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Und es haben mich, wie gesagt, viele Leute auf Instagram angeschrieben. Mit ein paar, ja, habe ich so mehr dann geschrieben und keine Ahnung, ja, da haben sich dann Kontakte gebildet und man hat dann irgendwann auch Nummern ausgetauscht. Natürlich habe ich nicht gleich direkt mit jedem Nummern ausgetauscht, ist ja klar, aber mit Leuten, wo man vielleicht eine Weile schon geschrieben hat und man sich eigentlich ja fast schon sicher sein konnte eigentlich. Und naja, dann, also ich werde jetzt keinen Namen nennen, wer das war, wie die Person hieß. Ich möchte es euch einfach nur erzählen, und zwar, wie gesagt, irgendwann hat die mich dann angeschrieben, ja, irgendwie, wie war denn das nochmal? Also ist schon eine Weile her. Aber sie hatte da irgendein Angebot, so eine Werbung halt, wegen Fortnite oder irgendwie so ein Spiel. In Fortnite stecke ich ja sowieso nicht drin, also das feiere ich sowieso nicht, das Spiel Fortnite. Aber keine Ahnung, dann hat sie mich angeschrieben, ja, ey, meine Nummer geht nicht so, meine Handynummer, also da musste man halt die Nummer angeben. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie meine benutzen kann. So, natürlich habe ich erst skeptisch nachgefragt und dies und das und so. Also ich habe nicht gesagt, ja klar, nimm meine Nummer oder so. Ich habe natürlich skeptisch nachgefragt erst und dann hat sie gesagt, ja, keine Angst, ich bin der Meinung, sie hat gesagt, ja, keine Angst, da werden keine Kosten für dich entstehen und wenn ja, dann gebe ich dir das Geld auf jeden Fall zurück. So, und dann habe ich ihr das halt irgendwann erlaubt, habe gesagt, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Und ja, dann kam eine SMS, ja, so und so viel im Monat und bla. Und dann hat sie gesagt, was, hä? Und ja, dann habe ich das auf jeden Fall wieder gekündigt, aber es war wohl eine einmalige Abbuchung auf jeden Fall. Und das Ding ist, ich habe ja einen Handyvertrag mit meinem Bruder, also so einen Partnervertrag. Und er hat mich letztens angeschrieben, yo, da werden irgendwie monatlich 99 Cent an ungespielt überwiesen. Das ist auf jeden Fall, also das geht auf meine Kappe mit dem Abonnement auf jeden Fall. Aber dann hat er gesagt, da war noch was mit irgendwie 5, 6 Euro oder so. Und dann musste ich an diese Person denken, weil was anderes habe ich ja nicht über Handykarte oder über Dings sonst was gekauft. Und dann habe ich sie angeschrieben und sie hat so voll rumgezickt auf einmal. Ich war das nicht. Ich habe dir doch niemals gesagt, dass ich dir das Geld zurückgebe. Und dann hat sie noch so Ausreden erfunden. Ich wollte doch nur 99 Cent von dir haben. Hier so ein Abo bei Ungespielt. Und so totaler Schwachsinn.
hat da ihre Geschichten erfunden und dann auf YouTube in den Kommentaren, also weil sie mir dann auf Instagram nicht geschrieben hatte erst, also weil sie mich da ignoriert hatte, habe ich in ihre YouTube-Kommentare geschrieben, ja, melde dich mal bei Instagram, du schuldest mir noch Geld und so. Ja, und dann hat sie öffentlich halt in ihren Kommentaren geschrieben, ja, dass ich, also ich hatte sie auch gepusht auf meinen Instagram-Account, hatte ich ihr zweites Video halt in meiner Story gepostet und dann meinte sie, ja, ich würde jetzt irgendwie für die Werbung, für den Post irgendwie 5 Euro verlangen oder so, was totaler Schwachsinn ist. Ich meine, wenn ich jemanden, Digga, ich verlange doch kein Geld dafür, vor allem keine 5 Euro, weil ich verlange doch kein Geld dafür und ich meine 5 Euro, was ist denn das? Also, keine Ahnung, dann müsste ich ja wirklich jeden x-beliebigen, der nach Werbung fragt, müsste ich posten und von jedem 5 Euro verlangen. Ich glaube dann, naja, wäre ich nicht reich, aber würde ich schon ein bisschen Knete machen. Aber sowas mache ich nicht. Ich verlange dafür kein Geld. Was soll denn das? Und dann das öffentlich halt in den YouTube-Kommentaren zu schreiben, wo ihre Community das lesen konnte und dann halt auch so schlecht von mir gedacht hat, dass ich das mache und keine Ahnung. Leute, ich kann euch sagen, also es ging mir nicht um die 5 Euro. Es geht mir nicht um die 5 Euro. Sind doch, ist doch 5 Euro so. Was soll's? Aber mir geht's drum, dass sie gelogen hat und einfach sich in dem Moment gesträubt hat und gesagt hat, ja, ich war das ja nicht und bla bla bla, halt ihre Ausreden erfunden hat. Und ja, das fand ich halt menschlich gesehen so, so schwach. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Das hat mich schon wieder, da habe ich den Glauben an die Menschheit ein bisschen verloren. Aber naja, was will man machen? Also, wie gesagt, die 5 Euro sind mir total egal. Aber naja, es geht mir ja ums Menschliche. Und dann halt zu lügen und zu sagen, ja, dies, das, ist schon ganz schön schwach. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, das war's, was ich zu dem Thema zu sagen hatte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao. So Leute, tschö mit Ö und ihr wisst Bescheid, Like, Abo and whatever does it better.